Urdhva Dandasana in Shirshasana ist der obere Stock im Kopfstand. Rafaela zeigt, wie es geht. Zunächst kommst du in den Kopfstand, in den klassischen Kopfstand. Und du kannst schon beim Hochkommen darauf verzichten, ganz hoch zu kommen, sondern du hebst die Beine nur parallel zum Boden. Etwas tiefer noch die Beine. Und hältst die Beine so. Damit es ein echter Danda ist, Stock, streckst du auch die Füße aus, die Zehen zur Wand. Und so bist du in Urdhva Dandasana und Shirshasana, eine Übung, die starke Rückenmuskulatur erfordert, weil du ja hier als Gegengewicht zu den Beinen die Rückenmuskeln anspannen musst, mit den Rückenmuskeln das Gesäß etwas nach hinten ziehen musst.